Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Am 26.11. diesen Jahres ist es wieder soweit. Black Friday. In der Woche davor hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen eingespielt bei Amazon, dass es da schon eine gesamte Woche voller Angebote gibt. Und diese Angebote der Amazon Black Friday Week schauen wir uns jetzt mal in diesem Video gemeinsam an. Ich habe mir die für mich besten und preiswertesten Angebote hier mal gerade auf dem MacBook rausgesucht für euch. Die gehen wir jetzt Schritt für Schritt natürlich durch. Nicht vergessen, falls euch solche Angebotsvideos interessieren, das gibt es immer in der Cyber Week, in der Black Friday Week, am Black Friday selbst folgt auch nochmal so ein Video und so weiter. Ich versuche euch natürlich die gesamte Woche up-to-date zu halten mit den besten Angeboten. Falls bei euch eine Kategorie jetzt nicht dabei war in diesem Video, beispielsweise Smartwatches kommen jetzt leider nicht vor, oder vielleicht auch sonst was ihr vermisst, schreibt es mir in die Kommentare. Eventuell ergibt sich bis Freitag noch ein weiteres Video mit dieser Kategorie. Jetzt geht's los, ganz viel Spaß mit dem Video. Damit schnacken wir gar nicht mehr lange drum rum. Ihr seht, ich habe hier eine ganze Menge Tabs offen. Das sind Angebote, die ich mir jetzt alle mal rausgesucht habe für euch. Die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ihr seht jetzt gerade mal meinen Screen in groß, was ich sehe. Ja, da kommt einiges auf euch zu. Let's go. Wir beginnen natürlich, wie könnte es anders sein, mit Amazons hauseigenen Echo-Geräten. Das sind ja die Geräte, die gerade während so einer Black Friday Week, während der Cyber Week, während dem Black Friday, während all solchen Angeboten eigentlich immer reduziert sind, sogar um Ostern rum und so weiter. Aber es sind nicht alle Echo-Geräte reduziert. Das heißt, es lohnt sich eventuell, falls das Echo-Gerät, was ihr sucht, jetzt noch nicht dabei ist, lohnt es sich vielleicht zu warten auf den Black Friday selbst. Ich denke, da werden alle safe reduziert werden. Aber das ist nur mein Tipp. So, wir beginnen jetzt mal hier mit dem Amazon Echo Dot der dritten Generation. Ist nicht mehr der neueste. Es gibt mittlerweile schon die vierte Generation. Die seht ihr hier. Die ist aktuell für 40 Euro zu haben, kostet normal 70. Und der ist halt für 20 Euro zu haben, kostet 40. Für wen lohnt sich welches Modell mehr? Ich denke, klangtechnisch unterscheiden die sich kaum. Ich habe beide jetzt schon seit über einem Jahr im Einsatz und finde, beide gehen vom Klang her absolut klar. Es sind beides jetzt keine Geräte, die als Stereoanlage einen kompletten Raum beschallen, wenn da ganz viel Musik gehört wird. Aber beispielsweise in der Küche, im Bad, im Schlafzimmer so als kleine Musikanlage für leichten Hintergrundsound ist super gut. Weiter geht es mit dem sinnvollsten smarten Display, wie ich finde, und zwar dem Echo Show 8. 8, warum? Das ist nicht die 8. Generation, sondern das ist die Zollgröße des Displays. Gibt es auch in 10 und noch größer. Aber ich denke, 8 ist irgendwie so der Sweet Spot, denn die kleinste Version ist der 5er und das ist so das Mittelding. Da habe ich auch schon natürlich alle verschiedenen Modelle im Test gehabt. Mittlerweile habe ich aber selbst nur noch den in der 8 Zoll Variante und der ist aktuell auch reduziert auf 65 Euro. Hat einen super Klang dabei. Ihr könnt hier ein bisschen Serie drüber schauen beim Kochen oder nehmt das Ding generell als Kochunterstützer, wenn ihr euch da Chefkochrezepte anzeigen lasst und so weiter. Da hat es wirklich auch viele Einsatzzwecke für das Gerät. Es geht weiter mit dem Fire TV Stick. Hört ja immer noch ins Amazon Universum, jetzt ein bisschen weg von den Echos. Hat natürlich trotzdem auch noch Alexa mit an Bord. Der Fire TV Stick 4K ist aktuell reduziert auf 25 Euro, kostet normal 60 Euro. Das heißt, ihr spart hier über die Hälfte und das Ding ist wirklich der Hammer. Vor allem die geupdatete Version, und das ist auch die neueste Version, die hier aktuell auch im Angebot ist, die hat nochmal einiges mehr an Leistung. Man merkt einfach deutlich den Leistungsunterschied zum Vorgänger. Hier ruckelt jetzt nichts mehr, alles läuft smooth und so weiter. Es gibt jetzt natürlich auch noch, den habe ich euch auch mal reingepackt, den normalen Fire TV Stick für 20 Euro. Den würde ich persönlich euch aber nicht empfehlen, denn der hat zum einen weniger Leistung und zum anderen bei 5 Euro Preisunterschied, selbst wenn ihr jetzt noch nicht im 4K-Universum unterwegs seid, glaubt mir, so ein Ding sollte euch ja, sagen wir jetzt mal, mindestens 5 Jahre halten und in 5 Jahren tut sich einiges. Da werdet ihr wahrscheinlich auch, falls ihr wie gesagt noch kein 4K-fähiges Gerät habt, mittlerweile dann auch ein 4K-fähiges Gerät euch irgendwie zugelegt haben, beziehungsweise auch alle Sender, die ausgestrahlt werden, werden jetzt immer mehr geupgradet, die ganzen Serien, die ausgestrahlt werden, die Abo-Modelle wechseln schon, dass man sich einfach das 4K-Abo relativ preiswert holen kann und so weiter. Dementsprechend würde ich hier definitiv, falls ihr auf der Suche eines Streaming-Sticks seid, zum Fire TV-Stick greifen und dann aber direkt die 5 Euro mehr investieren und die 4K-Variante euch gönnen. Weiter geht es, kleine Überleitung von den Amazon-Geräten zu den TV-Geräten, beziehungsweise das ist so ein Mischgerät, ja. Ich war damals auf der Pressekonferenz, als das Ding, es war glaube ich in München, genau als das vorgestellt wurde. Es ist ein Grundig-TV, direkt in Kooperation mit Amazon entstanden. Das heißt, hier ist Alexa integriert, das ist ein sogenannter Fire TV. Hier steht es auch nochmal hier oben. Das heißt, die Benutzeroberfläche ist letztendlich genau dieselbe wie auch auf einem Fire TV Stick, Fire TV Cube und so weiter. Das Ding ist halt für 519 Euro gerade zu haben, 65 Zoll 4K-fähiges Gerät,
ist schon ziemlich krass. Ich habe mich gerade mal eine ganze Weile durch die Bewertungen durchgelesen. Ja, ich kann nicht so richtig einschätzen, wie ich das Ganze jetzt sagen soll. Ich habe das Ding auch damals schon auf der IFA gesehen und muss sagen, ja, diese Amazon-Oberfläche ist schon nice, aber irgendwie doch auch sehr ruckelanfällig. Also ihr bekommt hier definitiv keinen High-End 65 Zoll Fernseher. Ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem der nachfolgenden Modelle, was hier gleich kommt. Auch nochmal einige Fernseher. Bleibt gespannt. Aber es ist halt so der Preis-Leistungskiller. Ja? Ihr kriegt hier für 519 Euro ein 65 Zoll Smart TV 4K ohne Dolby Atmos oder Dolby Vision und so Zeug. Aber trotzdem ist schon ziemlich krass, wenn es euch wirklich nur um die Größe geht. Ja, weiter geht es mit hier Philips Ambilight TVs und Soundbars, beziehungsweise nicht Soundbars, steht hier zwar dran, aber es sind eher die TVs, die hier jetzt im Vordergrund sind. Ganz ehrlich, es sind meine Favorites auf dem gesamten Markt, Philips Ambilight TVs. Es ist einfach nur ein Erlebnis. Das Ambilight ist so gut wie bei keinem anderen Fake Ambilight, was man sich nachrüsten kann. Und auch hier gibt es beispielsweise jetzt einen 65 Zoller, allerdings halt für 1000 Euro. Es gibt natürlich auch bei den anderen Größen einige Rabatte. Übrigens, und das fällt mir gerade hier nochmal ein, muss ich kurz sagen, das geht natürlich während der gesamten Black Friday Week. Kauft nur das, was ihr auch wirklich braucht und kauft vor allem auch nur, wenn ihr die Produkte nochmal verglichen habt. Ich vergleiche die Produkte hier, bevor ich sie euch vorstelle, natürlich immer ein bisschen im Internet und gucke, sind das wirklich gute Angebote? Ja, das sind wirklich gute Angebote, falls euch hier in dem Bereich was interessiert. Da habe ich jetzt, wie gesagt, mal das 65 Zoll Modell rausgesucht. Ich denke, das ist heutzutage eine ganz gute Größe. Vor 2-3 Jahren war es eher noch so die 55 Zoll Variante. Mittlerweile ist aber doch die Tendenz steigend und dementsprechend sind auch die 65 Zoller schon echt, ja, mittlerweile fast schon erschwinglich, gerade während solchen Angebotswochen. Für 1000 Euro ist natürlich immer noch ein Haufen Geld, aber hier kriegt man wirklich ein traumhaftes TV-Erlebnis geboten. Weiter geht's mit TCL-TVs. TCL ist ja auch ein riesiger Hersteller, produzieren für viele andere Firmen die Panels der Fernseher und die machen auch qualitativ ziemlich geile Fernseher. Hier haben wir auch ein 65-Zoll-Gerät. Das kriegt ihr sogar für nochmal 130 Euro weniger, also für 869 Euro. Gerade wenn ihr auf das Ambilight verzichten könnt, dann würde ich zu diesem Produkt hier greifen. Ihr habt hier 100 Hertz am Start, habt trotzdem auch noch Dolby Vision und Dolby Atmos mit dabei. Eigentlich alles, was man braucht und preislich ist das auch wirklich sehr, sehr attraktiv. Weiter geht es mit Sony TVs. Ihr seht, die sind jetzt preislich auch noch relativ hoch. Wir schauen uns auch hier mal kurz das 65 Zoll Modell an. 900 Euro, nochmal ein bisschen teurer als das TCL Modell. Aber ich würde hier definitiv zu diesem TCL-Modell greifen. Trotzdem, für alle Sony-Fans wäre das hier so die Wahl. Es geht weiter mit Xiaomi-Produkten. Das war es jetzt erstmal mit der TV-Branche sozusagen. Wir schauen uns an, was Xiaomi hier aktuell im Angebot hat. Ist noch nicht so viel. Ich hoffe, da kommt am Black Friday einiges mehr. Übrigens, kleiner Tipp, gerade bei sowas wie Xiaomi oder anderen Herstellern, checkt auch deren eigene Homepages, vor allem am Black Friday, dann mal nochmal aus. Denn da ist dann auch oftmals so, dass einige Produkte wirklich extrem reduziert sind. Aber wir gucken jetzt erstmal hier kurz rein. Einmal der Mi Scooter ist ein bisschen reduziert, wenn ihr noch keinen habt. Das Ding macht super Spaß. Ihr braucht natürlich ein Kennzeichen, fährt nur 20, ist gedrosselt. Das heißt, über den legalen Weg in Deutschland sind sie natürlich nur halb so cool, aber trotzdem bringen sie einen vom A nach B, haben eine nice Reichweite. Von dem her, die sind gerade ein bisschen reduziert und das Mi 11T 5G hatte ich ja dieses Jahr auch schon im Test. Ist aktuell das High-End-Smartphone von Xiaomi, kann man nicht viel falsch machen. Für 500 Euro ist es immerhin nochmal 100 Euro günstiger als beim Einführungspreis, beziehungsweise ist aber trotzdem nur so günstig, wie es damals auch schon als Early-Bird-Angebot zu haben war. Ja, müsst ihr euch überlegen, falls ihr auf der Suche seid, ist es auf jeden Fall kein schlechtes Gerät. Preis-leistungstechnisch besser seid ihr aber nochmal mit dem Poco F3 unterwegs und das gibt es für 300 Euro und erfüllt wahrscheinlich auch schon die Ansprüche von 98% aller Smartphone-Nutzer. Deswegen schaut eher mal hier vorbei. Das 11T ist dann, ja, würde ich sogar vor dem 11T noch, wie gesagt, gerade preis-leistungstechnisch bevorzugen. Noch viel spannender wird es jetzt aber bei einem Hersteller. Hier will ich jetzt gar kein Produkt im Speziellen empfehlen, sondern hier möchte ich einfach mal kurz, ja, Props für den Hersteller raushauen. Realme. Realme haben viele von euch vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm. Ist so gefühlt der Abklatsch von Xiaomi. Nein, aber es ist doch so ein, ja, ein neuer Hersteller aus China, der gerade kommt. Mittlerweile auch nicht mehr so neu und die boomen halt mit recht günstigen Flaggschiffen, die auch raushauen. Ich beispielsweise
habe hier immer noch das Realme GT 5G als mein Smartphone im Einsatz, mittlerweile seit 3 oder 4 Monaten. Obwohl ich das Google Pixel 6 Pro ja schon für euch teste seit mittlerweile auch schon einem Monat. Aber irgendwie privat nutze ich doch fast eher mein Realme GT 5G. Es ist super nice verarbeitet, es ist so, so schnell. Es ist schneller als mein Google Pixel 6 Pro und das ist komplett crazy. Also kann ich komplett empfehlen. Dementsprechend schauen wir mal hier kurz rein, welche Geräte denn hier vor allem attraktiv wären. Ich denke gerade, das GT Neo 2 ist hier zu haben. Hier haben wir es auch nochmal in einer anderen Ausführung. Das wäre auf jeden Fall preis-leistungstechnisch ein super Smartphone, welches ihr euch aktuell gönnen könnt. Falls ihr sagt, ja, ich probiere Realme mal aus, wie gesagt, das ist nicht bezahlt hier oder sonstiges, aber ich persönlich habe meine super Erfahrung mit Realme bisher sammeln können. Es geht weiter mit Staubsaugern, Wischrobotern, Saugrobotern, was die Dinger mittlerweile nicht alles können. Hier sind jetzt noch nicht so viele krasse Angebote dabei. Klar, man kennt natürlich iRobot oder auch die Ecovacs-Produkte sind hier am Start. Na, wo waren sie? Ich glaube auch das T8-Modell. Ach, wir sind schon auf Seite 2, genau. Das T8-Plus-Modell mit Absaugstation zum Beispiel ist zu haben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Auch hier der Osmo 950. Aber ansonsten ist hier auch viel Schrott dabei. Zu Staubsaugern kann ich euch nur empfehlen. Und morgen kommt ein Video, da geht es darum, welches Staubsaugermodell, welche Art lohnt sich am meisten. Ein Wischsauger, ein normaler Akkuhandstaubsauger oder eben ein Saugroboter, welcher auch noch die Wischfunktion mit dabei hat. Die drei Modelle werde ich morgen ein bisschen miteinander vergleichen und Dreamy hat hier eine riesige Rabattaktion für euch über die Black Friday Tage, über das Wochenende. Dementsprechend würde ich sagen, wartet da einfach, hier haut mich jetzt aktuell wirklich nichts um von den Robotern. Abo natürlich da lassen und Glocke aktivieren, sonst ja, bekommt ihr dann natürlich morgen keine Notification. Wir machen weiter, es geht hier um eine kleine persönliche Empfehlung und zwar FIFA 22. Ich bin das mittlerweile echt hart am Zocken wieder, seit Jahren mal wieder ein FIFA, was ich richtig suchte mit meinen ganzen Kumpels. Wenn man sich das beispielsweise shared über die PlayStation, zahlt jeder einen 20 hier dafür, für 40 Euro aktuell zu haben. Da kann man nichts falsch machen. Weiter geht's. Ihr wolltet schon immer mal eine Switch haben und sagt, okay, ich nehme die Switch jetzt aber hauptsächlich, um zu Hause zu zocken, um zu Hause einfach eine geile Nintendo-Konsole zu haben, mit denen man, ja, mit der man easy mal mit Freunden spielen kann, aber das Ganze eben am Fernseher hauptsächlich. Wenn ihr nicht eben auf die neue OLED-Variante angewiesen seid, dann ist das hier ein super Angebot. Die Nintendo Switch, wie gesagt, nicht OLED-Variante, mit der Mario Kart 8 Deluxe Edition schon mit dabei und 3 Monate habt ihr auch noch Online-Mitgliedschaft hier in dem Paket mit enthalten. Absolut geiles Spiel, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, kann ich jedem empfehlen, ist mit Freunden zusammen zu spielen, einfach nur der Hammer und ja, wie gesagt, für 287 Euro gerade als Paket zu haben, das ist ein super Preis. Es gibt sogar optional auch hier für 18,99 recht günstig einen kabelgebundenen Switch-Controller mit dazu. Es gibt ihn auch noch im GameCube-Design, der wäre dann wireless für 35 Euro. Ich denke, da könnt ihr euch echt was Nices zusammenstellen. Wir schauen uns an und zwar, jetzt wird es ein bisschen interessant, denn das sieht man selten, von Apple reduzierte Angebote und zwar handelt es sich um Apple Accessories. Wir haben einmal den Pencil der ersten und zweiten Generation, beide reduziert und beide um einiges reduziert. Und wie gesagt, gerade bei Apple-Geräten sieht man das echt selten. Ansonsten noch Magic Keyboard und Magic Mouse. Ich denke, da muss ich nicht viel dazu sagen. Wer einmal mit den Dingern gearbeitet hat, weiß, was das für ein Workflow ist. Einfach nur nice. Die Tastatur ist so ziemlich die geilste auf dem Markt vom Schreibgefühl her, finde ich. Ähnlich wie auch beim neuen MacBook. Das ist einfach ziemlich, ziemlich geil gelöst und auch hier die Scrollgesten auf der Maus und so. Also ich arbeite super gern mit den Geräten, beide auch gerade günstiger zu haben. Lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen. Android-Tablets sind wieder mehr im Kommen in den letzten Monaten, Jahren würde ich nicht sagen, aber eher in den letzten Monaten. Xiaomi hat ja beispielsweise auch kürzlich das Pad 5 vorgestellt, ziemlicher iPad Air-Konkurrent. Kann man schon sagen. Und hier auch das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist aktuell einiges reduziert. 239 Euro mit einem smarten Pen mit dabei ist definitiv auch eine Überlegung wert, für wen es kein iPhone sein muss. Wer aber trotzdem gerne mal im Web surft auf einer größeren Fläche als am Smartphone und nicht immer direkt sein PC oder Notebook rausholen will, für den ist sowas vielleicht eine Überlegung. Ihr habt hier 64 GB internen Speicher, könnt also auch ein bisschen was abspeichern. 4 GB Arbeitsspeicher ist jetzt nicht das schnellste, aber wird reichen für ein Tablet, um das Ganze smooth zu performen zu lassen. Wir machen weiter, schauen uns abschließend noch ein bisschen was zu Beleuchtung an. Und zwar gibt es hier die Nanoleaf Shape Triangles.
als Erweiterungspack gerade ein bisschen günstiger. Und zwar kriegt ihr hier 3 zusätzliche Panels für aktuell 39 Euro. Normal liegen die bei 60 Euro, im Internet sonst 55 Euro rum. Also das ist definitiv auch ein gutes Angebot. Hier geht es weiter nochmal mit Nanoleaf-Produkten, und zwar die Elements Wood Look Hexagons. Im Starter-Kit mit 7 Panels kosten aktuell 160 Euro und habe ich sonst auch nirgendwo für unter 200 Euro eigentlich gefunden. Von dem her auch das, wem diese Optik hier gefällt. Ich finde, die haben auf jeden Fall was sehr Spezielles. Der kann hier definitiv problemlos zugreifen. Hier noch die Mini-Triangles, also die Mini-Dreiecke von Nanoleaf. Kriegt ihr ein 10er-Pack für 65 Euro. Das heißt, ihr zahlt pro Triangle dann 6,50 Euro, was auf jeden Fall echt sehr, sehr nice ist. Das ist ein Erweiterungspack, also das solltet ihr euch nur kaufen, wenn ihr halt schon ja, die restliche Ansteuerung besitzt. Aber ziemlich nice, oder? Recht günstig auch gerade. Abschließend kommen wir noch zu einem nicht so technischen Produkt. Da steckt schon ein bisschen Technik mit drin, aber es ist eher so eine persönliche Empfehlung. Und zwar, das ist der SodaStream Crystal 2.0. Das ist nicht der neueste SodaStream, sondern der zweitneueste. Hat aber den riesen Vorteil, den haben wir uns auch erst kürzlich zugelegt. Ich glaube, vor einem halben Jahr, meine Freundin und ich. Und das Ding ist einfach nur super geil, dass man keine Flaschen schleppen muss mehr, weil man einfach das Hahnwasser aufsprudeln kann und es schmeckt auch wirklich super dann. Ja, wie gesagt, Riesenvorteil bei dieser Generation im Vergleich zur neuesten Generation. Hier setzt SodaStream noch auf diese Kartuschen, die ja eigentlich in jedem Discounter erhältlich sind, die genormt sind. Bei deren neuen Produkt haben sie so eigene gemacht, wo wirklich dann nur noch die SodaStream-Kartuschen reinpassen. Ist so ein bisschen ein Cash-Grab-Versuch natürlich, um da wirklich die eigenen teureren Kartuschen zu verkaufen. Dementsprechend empfehle ich euch hier die Vorgängerversion, und die ist gerade auch noch für 70 Euro zu haben. Mit 2 Glaskaraffen dabei und natürlich schon der ersten Karaffe. Hammer, gönnt euch. Ja, das war's von den ersten Black Friday Week Angeboten diesen Jahres. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war was Hilfreiches oder was Passendes für euch dabei. Lasst es mich gerne wissen. Falls es so war, könnt ihr gerne über einen der Links in der Videobeschreibung bestellen. Da sind natürlich alle Produkte verlinkt. Kostet für euch nicht mehr und ihr unterstützt den Channel wirklich ungemein. Und vielleicht, falls für Bekannte von euch auch was dabei ist, schickt ihnen gerne dieses Video, damit sie auch wirklich nicht zu viel Geld in irgendwelchen, ja, Kategorien ausgeben. Oder wie gesagt, sagt euren Freunden und Bekannten auch nochmal den Hinweis ganz klar, kauft bitte nur das, was ihr wirklich braucht, und macht nicht, oh, nur weil jetzt alles reduziert ist, shoppe ich hier alles leer, sondern wirklich sinnvoll natürlich trotzdem nach wie vor mit eurem Geld umgehen. Like und Abo nicht vergessen, damit ihr, wie gesagt, auch kommende Angebot-Videos nicht verpasst. Also es folgt mindestens noch das Video am Black Friday selbst natürlich mit den besten Deals. Aber ich denke, es folgt in 2 Tagen auch nochmal ein kleines Update-Video, was sich dann mit den Angeboten in der Black Friday Week getan hat, ob sich da nochmal, ja, was Besseres finden lässt. In dem Sinne, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.